Man merkt, dass der SPD-Fraktionsvorsitzende vor mir geredet hat. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste, zunächst möchte ich auch noch einmal ganz offiziell von diesem Pult aus Ihnen, liebe Frau Präsidentin, meine herzlichen Glückwünsche auch im Namen der Landesregierung übermitteln. Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute, viel Erfolg zum Wohle unseres Landes und den Bürgerinnen und Bürgern und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament. Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte mich auch ausdrücklich dem Dank anschließen an beide Vizepräsidentinnen, Frau Schlupp und Frau Schwenke, die im letzten Jahr herausragend diese Aufgabe übernommen haben. Und gerade in den letzten Tagen hatten wir gemeinsam wichtige und gute Termine. Und ich möchte Ihnen von Herzen danken und der ganzen Landtagsverwaltung. Ich habe den Trauerstaatsakt für die verstorbene Landtagspräsidentin angeordnet, aber der Landtag hat ihn durchgeführt und es war eine würdige Veranstaltung. Ich möchte Ihnen allen für Ihren Einsatz und für Ihre Würdigung ganz herzlich danken, auch im Namen der Landesregierung. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste, die SPD-Fraktion hat für die Aktuelle Stunde ein brandaktuelles Thema angemeldet. Bezahlbare Miete statt hohe Rendite, gutes Wohnen in Mecklenburg-Vorpommern, das ist auch für die Menschen hier im Land ein wichtiges Thema. Wir alle kennen die Fernsehbilder, wo längst Bürgerinnen und Bürger in den großen Metropolen, ob in Berlin, aber auch im Bundesland Hessen, auf die Straße gehen, in München demonstrieren für eine Sache, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man ein gutes Dach über den Kopf hat, jeden Tag, jede Nacht, dass man sich auch leisten kann für Familien, für Kinder, für Rentnerinnen und Rentner, für alle Bürgerinnen und Bürger. Um dieses Grundrecht geht es auch hier in der Aktuellen Stunde. Und das ist gut und wir wollen gar nicht, dass es so weit kommt, dass wir diese heftigen Auseinandersetzungen im Land haben, sondern wir wollen uns vorausschauend um dieses Thema kümmern. Und deshalb freue ich mich sehr, dass die SPD-Fraktion dieses Thema angemeldet hat, denn auch die Landesregierung hat sich in ihrer diesjährigen Kabinettsklausur im Mai diesem wichtigen Thema gewidmet und eine Initiative gegründet, Gutes Wohnen in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei geht es uns vor allem um drei wichtige Punkte. Erstens, wir brauchen mehr Wohnungen. Zweitens, wir wollen dafür sorgen, dass Politik, der Staat auch wieder stärker auf den Markt Einfluss nimmt. Und drittens, wir müssen gemeinsam mit den Kommunen, mit bestimmten Städten in unserem Land Kraftanstrengungen unternehmen, um die soziale Segregation, die soziale Spaltung, die wir längst im Wohnungsmarkt haben, in einigen Städten, um dem wieder entgegenzuwirken. Und zum ersten Thema mehr Wohnungen. Ist es so, wie der Fraktionsvorsitzende sagt, wir haben natürlich eine ganz unterschiedliche Lage in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben Großstädte wie Rostock, wie Greifswald, Unistädte, wo man längst bezahlbaren Wohnraum sucht. Wir haben Tourismusregionen, auch im ländlichen Raum, wo die Kellnerin oder die Köchin erlebt, dass es teure Hotels gibt, teure Ferienwohnungen, aber eben zu wenig eigene Wohnungen, um dort noch sich Wohnungen leisten zu können. Und wir haben die Situation, dass wir auch Leerstand im ländlichen Raum haben. Das alles ist sehr vielfältig und deswegen gibt es auch nicht die eine Antwort. Das Institut, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat Prognose für Mecklenburg-Vorpommern erstellt. Danach brauchen wir 2030 rund 30.000 neue Wohnungen. Und aktuelle Zahlen für Deutschland zeigen, dass im ersten Quartal 2019 eher 3% weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt worden sind. Also auch in unserem Land werden in den nächsten 10 Jahren 30.000 Wohnungen gebraucht. Und es geht natürlich darum, diese zu bauen und so zu bauen, dass sie bezahlbar bleiben, insbesondere für kleine und mittlere Einkommen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Politik der Landesregierung fokussiert sich vor allem gerade darauf, dass die Menschen, die in unserem Land arbeiten und kleine und mittlere Einkommen haben, und das ist die große Mehrheit, dass die am Ende auch gut leben können, eine bezahlbare Wohnung haben, sich vielleicht den kleinen Traum vom Häuschen gönnen können und dass sie sich auch eine Familie leisten können. Mit der gebührenfreien Kita haben wir einen wichtigen Entlastungsschritt gemacht. Aber das reicht nicht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass gerade die Menschen, die hart arbeiten und kleine und mittlere Einkommen haben, auch gut und bezahlbare Wohnungen finden. Deshalb haben wir entschieden mit unserer Initiative, dass wir zukünftig
die Wohnungspolitik des Landes genau daraus ausrichten wollen. Wir brauchen nach meiner festen Überzeugung, so wie auch in anderen Bereichen, einen Paradigmenwechsel. Wir können Dinge, die zur Daseinsvorsorge gehören, also gutes Wohnen, Mobilfunk, Internet, medizinische Versorgung, nicht allein dem Markt überlassen, weil dann genau das passiert, was wir sehen. Der Markt alleine führt dazu, dass es durchaus gute Wohnungen gibt, dass die aber natürlich nach maximaler Rendite gehen. Deshalb ist es erforderlich, dass wir bei einem so wichtigen Thema wie Wohnen auch staatlich wieder mehr steuern und nicht alleine das Thema den Marktgesetzen überlassen. Deshalb setzen wir auf eine gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik und wir haben gute Voraussetzungen im Land. Denn ein Großteil, die überwiegende Mehrheit der Wohnungen sind in öffentlicher Hand, zum Beispiel in kommunalen Wohnungsgesellschaften, zum Beispiel Rostock. Aber ich hatte auch gerade die Gelegenheit, mit dem Abgeordneten Herrn Butzki mir anzuschauen, was möglich ist an Stadtentwicklung, an guter Wohnungspolitik, wenn Wohnungen in öffentlicher Hand, in kommunalen Wohnungsgesellschaften vorhanden sind. Wir waren zusammen in Neustrelitz unterwegs. Da hat die Wohnungsgesellschaft der Stadt nicht nur Wohnungen in den üblichen Wohngebieten, sondern auch in der Innenstadt. Und es war eindrucksvoll zu sehen, wie durch guten Rückbau, Umbau junge Familien wieder in Wohnungsgebiete geholt werden können, die schon leergezogen waren. Wir haben auch gesehen, wie man in der Innenstadt direkt in Bahnhofsnähe gerade für Ältere altersgerechtes Wohnen baut, aber auch zum Beispiel das Krankenhaus gut umgebaut wird. All das ist nur möglich, diese verschiedenen guten Wohnangebote zu machen für Familien mit kleinem Einkommen, für Rentnerinnen und Rentner, nicht nur an den Außenrändern der Stadt, sondern auch mitten in der Stadt, weil die kommunale Wohnungsgesellschaft und weil Politik steuert, für mich ein sehr gutes Beispiel, wie es gut gehen kann im Land. Deshalb, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, setzen wir uns ein in der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse dafür, dass die kommunalen Wohnungsgesellschaften beim Thema Altschulden stärker entlastet werden, denn viele tragen die alten DDR-Schulden auf ihren Schultern und können dadurch nicht so stark investieren, wie sie es eigentlich sollten. Und wir fordern nicht nur in dieser Kommission, sondern wir gehen als Land mit gutem Beispiel voran. Ich bin unserem Innenminister ausdrücklich dankbar, dass wir im Rahmen des FAGs eben auch ein entsprechendes Altschuldenprogramm vorsehen, das ein guter Schritt und ein Zeichen des Landes, hier die kommunalen Wohnungsgesellschaften auch besser zu unterstützen. Ein letztes Thema, was ich ansprechen will, ist die soziale Segregation. Wir alle kennen die sogenannte Helbig-Studie, die insbesondere für die großen Städte wie Rostock und Schwerin alarmierende Zahlen hat. Und hier müssen sich alle politisch Verantwortlichen über Parteigrenzen hinweg auf kommunaler und Landes- und Bundesebene fragen, was wir besser machen können. Denn dass wir mittlerweile einen Stadtteil haben hier in Schwerin, Müßerholz, ich war vor einigen Tagen da, wo wir viele Menschen haben, die nur noch von Sozialleistungen leben. Dass es ähnliche Entwicklungen in Rostock gibt, aber auch in anderen Städten wie Stralsund und Greifswald, ist eine schlechte Entwicklung. Wir alle kennen die Situation nach der Wende, die Leute, die Arbeit hatten. Ich weiß, meine Eltern hätten sich damals so eine Wohnung im Plattenbau gewünscht und haben ihn nicht bekommen mit fließend warmem Wasser, warmer Heizung. Nach der Wende kippte es genau. Da sind viele, die noch Arbeit hatten, die Arbeit gefunden haben, rausgezogen, eher in die sanierte Innenstadt oder vielleicht aufs Land, in das kleine Häuschen. Und deswegen haben wir vor allem diese soziale Schieflage. Wir haben damit dagegen gesteuert mit dem Programm Soziale Stadt. Aber nach meiner Überzeugung reicht es nicht. Wir müssen stärker mit den Kommunen, denn da liegt die Hauptverantwortung in der Stadtentwicklung. Wir müssen stärker darauf Einfluss nehmen, dass wir wieder zu gemischten Verhältnissen kommen in den verschiedenen Stadtteilen, dass Wohnungen, so wie es Wien macht. Und wir müssen dazu kommen, dass die entsprechenden Bildungsangebote gerade in diesen Stadtteilen stimmen, denn soziales Wohnen, soziale Segregation hängt sehr eng zusammen, auch mit dem Bildungserfolg von Kindern. Und da dürfen wir nicht einfach zuschauen, da müssen wir gemeinsam mit diesen Städten gute Lösungen finden. Deshalb sehen wir entsprechende Modellregionen vor für die Städte. Aber auch für den ländlichen Raum wollen wir uns stärker anschauen, was können wir vor allem in den Tourismusregionen tun und was können wir gegen den Leerstand tun.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte ganz herzlich dem Kabinett und unserem Bauminister Christian Pegel danken, dass wir hier einen gemeinsamen Impuls mit unserer Initiative setzen. Der Bauminister wird noch auf einige Details eingehen. Wichtig sind mir drei Signale. Erstens, wir brauchen bezahlbare Wohnungen für kleinere und mittlere Einkommen. Zweitens, es dürfen nicht einfach Wohnungen an Fonds verscherbelt werden, wo keiner mehr Einfluss hat, so wie es hier in der Stadt Schwerin passiert ist vor einigen Jahren. Und drittens, wir müssen gegen die soziale Segregation vorgehen. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, dafür zu sorgen, dass alle Menschen in guten Stadtvierteln und gut auf dem ländlichen Raum, im ländlichen Raum leben. Das ist kein Widerspruch. Wir haben beides, Städte und Fläche, und wir müssen gutes Leben in Städten und in der Fläche organisieren. Darum geht es, und ich freue mich auf die Diskussion und eine lebendige Debatte. Vielen Dank.